Hey Leute, in meinem Video zum Motor Remapping wurde ich sehr häufig gefragt, wie man die Drehrichtung von Motoren einstellen kann. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit der Website esc-configurator.com bzw. der BL Heli 32 Suite eure Motoren Drehrichtung einstellen könnt und auch wie ihr herausfindet, ob eure Motoren richtig rumdrehen oder eben nicht. Das Ganze ist ziemlich einfach, man muss natürlich erstmal wissen, wie man da hinkommt. Aber genug gequatscht, steigen wir ein. Zuallererst holen wir uns einen Kopter, den wir einstellen wollen. In meinem Fall ist das jetzt der neue Build von meiner Frau. Ich gehe hier in den Betaflight-Konfigurator und schließe meinen Quad an. Hier angekommen gehen wir in den Motoren-Tab. Bitte stellt, bevor ihr den nächsten Schritt macht, sicher, dass ihr alle Propeller entfernt habt. Und dann schließt ihr einen Akku an. Ich benutze in meinem Fall hier einfach ein Netzteil. Bevor wir starten, schauen wir erstmal, ob die Motoren 1, 2, 3, 4 genauso angeordnet sind, wie wir es erwarten würden. Das heißt, wir sehen hier 1, die 2, die 3, und die 4. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann schaut mal oben in die Infokarten und schaut euch mein Video zum Motoren Remapping an. Nun, da wir wissen, dass die Motoren hier alle richtig gemappt sind, können wir weitermachen. Dazu schieben wir den Master Slider einfach etwas hoch. Und um jetzt herauszufinden, ob die Motoren richtig rumdrehen, nehme ich immer so einen kleinen Kabelbinder und schaue hier. Ihr seht jetzt, der Kabelbinder wird nach hinten geschoben und ich gucke mir das Bild in Betaflight an. Nach hinten ist richtig rum, das heißt, in diesem Fall passt es für uns. Vorne wird auch nach hinten geschoben, das sollte aber eigentlich nach vorne gehen. Das heißt, wir merken uns jetzt, der Motor 2 muss angepasst werden. Motor 3 sollte auch nach hinten gehen. Ihr seht jetzt hoffentlich hier, dass der Motor auch nach vorne dreht, das heißt auch Motor 3 muss andersrum drehen. Und Motor 4 dreht nach vorne, das heißt Motor 4 ist auch richtig in dem Fall. Also merken wir uns, Motoren 2 und 3 müssen getauscht werden. Um das jetzt zu tun, gehen wir auf die Internetseite esc-configurator.com. Und klicken auf Verbinden. Ganz wichtig ist, dass ihr Betaflight schließt, weil sonst wird diese Seite nicht euren Quad erkennen können. Ihr geht hier unten auf Einstellungen lesen und dann seid ihr auch schon hier im Menü. Um jetzt hier die Motorendrehrichtung zu ändern, gehen wir hier von den zwei Motoren, die wir uns gemerkt haben, also 2 und 3. Von normal auf reversed. Dasselbe gehen wir auch hier bei dem Motor 3. Bitte verwechselt hier bidirectional und bidirectional reversed nicht mit bidirectional D-Shot. Das hat hiermit nichts zu tun, sondern bidirectional bedeutet nur 3D fliegen. Aber das decken wir jetzt hier in dem Video nicht ab. Das heißt, egal ob ihr normal, also ohne bidirectional D-Shot oder mit bidirectional D-Shot fliegt, in beiden Fällen solltet ihr hier einfach auf Normal oder auf Reversed gehen. Nachdem wir das eingestellt haben, gehen wir hier unten auf Einstellung speichern und dann sind wir auch schon fertig. Nachdem wir fertig sind, gehen wir nochmal in den Betaflight-Konfigurator, schauen hier, dass alle Motoren richtig rumdrehen. Auch hier wieder den Master Slider hoch. Wir wollen jetzt, dass der nach hinten dreht. Das tut er. Der soll nach vorne drehen. Auch das tut er. Der nach hinten wiederum und der nach vorne. Das heißt, jetzt sind wir fertig. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit BL Heli 32 an.
Mit Bale Heli 32 sind die ersten Schritte genau dieselben. Das heißt, wir schließen unseren Copter an den Computer an, verbinden uns und gehen in den Motoren-Tab. Auch hier wieder sicherstellen, dass alle Propeller ab sind und wieder anschließen. Auch hier stellen wir kurz sicher, dass alle Motoren die richtigen sind. Das heißt, eins, ja, erst das Häkchen setzen, dann eins, passt, zwei, passt, drei, passt, vier, passt. Sollte das nicht der Fall sein, wie gesagt, Motor Remapping. Jetzt schauen wir, dass alle Motoren in die Richtung drehen, wie wir es wollen. Das heißt, die 1 muss nach vorne drehen. Das tut er auch. Die 2 nach hinten. Auch das tut er. Die 3 nach vorne. Auch das tut er. Und die 4 dreht nach vorne. Der sollte aber eigentlich nach hinten drehen. Das heißt, genau verkehrt herum. Also merken wir uns, die 4 muss andersrum drehen. Bei BL Heli 32 haben wir nicht den Komfort, dass wir das im Internet machen können. Das heißt, hier laden wir uns die letzte BL Heli Suit einfach herunter. Um das zu tun, findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Und dann laden wir uns auch schon die letzte Version runter. Schauen jetzt hier. Das müsste die letzte sein. Ja. So. Und das installieren wir uns dann auf dem Rechner, indem wir einfach alle Dateien auf den Computer ziehen. Und dann sind wir auch schon hier fertig mit dem Installieren. Jetzt öffnen wir die BL Heli Suit 32, schließen unseren Copter an und schließen den Strom an. Jetzt schauen wir hier unten den COM-Port. Das muss derselbe sein wie im Betaflight. Das heißt, den wählen wir aus, drücken auf Connect. Und dann klicken wir einmal auf Read Setup. Jetzt solltet ihr hier 4 ESCs sehen und diese ESCs wollen wir jetzt einstellen. Wenn wir jetzt Einstellungen nur für einen ESC vornehmen wollen, klicken wir hier, weil wir nur die 4 einstellen wollen, mit einem Rechtsklick auf die 4 und dann springt der hier nur auf den Motor bzw. auf den ESC 4 und hier dasselbe einmal auf Reverse stellen. Auch hier gibt es Bidirectional 3D. Das hat wie gesagt nichts mit Bidirectional D-Shot zu tun. Das heißt, das müssen wir hier nicht wählen, sondern auf Reversed. Und dann sagen wir einfach Write Setup. Auch hier sagt er Write OK. Und dann sind wir auch schon hier fertig. Das heißt, wir gehen zurück in Betaflight. Schließen unseren Copter dann nochmal neu an. Hier gehen wir wieder in den Motoren-Tab, stellen den Strom wieder an und dann schauen wir, ob alle Motoren auch richtig rumlaufen. Das heißt, der soll nach vorne laufen, das tut er, der nach hinten passt, der nach vorne und der, den wir eingestellt haben, nach hinten. Und jetzt sind die Motoren auch schon fertig eingestellt. So, und das war's auch schon. Und wie immer, wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, erzählt niemandem, was ihr die letzten paar Minuten gemacht habt.
Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr liked und ein Abo dalasst. Ich lade mindestens einmal pro Woche ein Video hoch, in dem ich solche Sachen erkläre oder einfach nur meine Flüge mit euch teile, um noch mehr Leute in dieses tolle Hobby zu bekommen. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Drehrichtung von... Fuck. Hey Leute, in meinem Video...